Keine Gnade. Einmal probieren und Teleportangriff auf das Ziel. Hm. Ja gut, die sind da ein bisschen kaputt. Dann lassen wir sie mal da stehen. You must gather your party before venturing. Meine Party ist zusammen. So ist die Frage, wenn ich jetzt Castor Bescheid gebe, werde ich dann auch automatisch. That's the wrong way, lad. Like she be someone else inside your head. Putting those cipher skills to work, aren't we? The pair of you share a soul, one and the same. She be your feminine side, or mayhaps you be hers. And both of us are equally capable of putting your snooping nose where it belongs. Alof und Seraphim über Isilmir. Seraphim meint, du siehst das falsch, Junge, als wäre sie in deinem Kopf eine völlig andere Person. Nutzen wir diese Medium-Fähigkeiten gut? Ja? Ihr zwei teilt euch eine Seele, sie ist deine weibliche Seite. Oder vielleicht bist du ihre. Und wir beide sind gleichermaßen in der Lage, deine Schnüffelnase einzustecken, wo sie hingehört. Ja, sehr freundlich. Ja, wahrscheinlich ist die Uhrzeit zu spät. Nutzen wir also erst einmal die Zeit, um das Zeug, was wir jetzt im aschgrauen Rachen und jetzt gerade eben und auch im Feowannen zusammengesammelt haben, aus zu verkaufen. Und dann warten wir vor der Valianischen Handelsgesellschaft, bis diese offen hat. Beziehungsweise, ich glaube, ich kann auch jetzt mittlerweile abends eingehen. Oder es ist einfach schon Tag und wir können gleich eingehen. Wobei ich erst zum Schuster will, dem mein Zeug verkaufen, was ich habe. Dann gehen wir in die Handelsgesellschaft. Und dann gucken wir weiter. Also Schuster. Whoever said a good bet, of course. Come take a look. So, ich will verkaufen. Waffen nicht, aber Rüstungen. Bitte mal nach Warenwert. Eine mitgenommene Robe. Bauteilkleider eher nicht. Und das ist auch... Ja, verkaufen wir die Brigantinen. Hier. Haben wir hier noch was? Ah, den Spitzhelm kann er haben. Viel mehr nicht. Sicherheitshalber mache ich einen Quick Save hier direkt vor der Handelsgesellschaft.
Da muss ich es nämlich nicht in der Handelsgesellschaft tun und nachher wieder rauslaufen, falls was schief geht. Sondern kann einfach gleich draußen laden. So, war Castols Büro das untere oder das obere? Ich glaube, das obere war's. Das heißt, ich muss erst noch einen Stock höher gehen. Ja, aber hier war Alvari, die Castol ablösen will. Guck mal kurz, ob sie mir noch was zu sagen hat. Ich kann nicht entscheiden, ob die Götter dich lieben oder hassen, Watcher. Perhaps both. Ich kann mich nicht entscheiden, ob die Götter dich lieben oder hassen, Wächter. Vielleicht beides. Kommt auf den Gott drauf an. Vulkane, gewaltige Wellen. Merla, ich habe genug von dieser Insel. Willkommen zurück. Gibt es auch etwas, das du besprechen willst? Please, go ahead. Nein, danke. Dann reden wir doch lieber mit Castol. Watcher, at last, someone who can answer my questions. Echt, endlich jemand, der meine Fragen beantworten kann. They're saying there was an attack at the spire. I fear I'd sent you to your death. None of the Huana guards will tell us a thing, and Flaune's message is illegible. Ich hörte, der Turm wurde angegriffen. Ich fürchtete schon, ich hätte dich in den Tod geschickt. Die Huana-Wachen sagen uns nichts und Flaunes Nachricht ist unleserlich. What happened? Was ist passiert? Ja, die königliche Todesfeuergesellschaft hat Söldner geschickt, um alle im Turm zu töten. Ich kam gerade noch rechtzeitig zurück. Die gute Nachricht ist, dass ich dieses Mal in der physischen Welt gelandet bin. Die schlechte Nachricht ist, dass Söldner kamen und uns alle töten wollten. Söldner von der königlichen Todesfeuergesellschaft, nichts Ernstes. Ja, wir nehmen nur an, dass sie von der königlichen Todesfeuergesellschaft sind. Nehmen wir also mal die zwei. Madiko. I did not think these experiments would draw so much interest. Söldner, Madiko, ich hätte nicht gedacht, dass diese Experimente solche Aufmerksamkeit erregen würden. I'm glad you're in one piece, Watcher. I'll have the details out of Flaune, I think. You've more than earned your reward and my trust. Ich bin froh, dass du noch heil bist, Wächter. Die Details würden mir Flaune erklären müssen, denke ich. Du hast deine Belohnung mehr als verdient und auch mein Vertrauen. Oh, and perhaps you'd consider stopping by Alvari's office. I believe she'll want some assurances as to the state of the spire. Oh, und vielleicht möchtest du auch auf einen Sprung in Alvaris Büro vorbeischauen. Ich denke, sie hätte gerne Gewissheit bezüglich des Status des Turms. So, ich speichere nochmal you know, schnell. I wish you'd been around a year back. We now then. Did you have a reason for I'll answer what I can, of course. Okay, der hat jetzt nichts mehr zu sagen. Dann reden wir halt nochmal mit der Gouverneurin unten. Also ja, so wie es aussieht, müssen wir noch mit ein, zwei Fraktionen letzte Sachen besprechen. Und regeln, bevor wir uns für eine Fraktion entscheiden können, hä? There you are, the final piece. Have you noticed our new guests? There are big changes coming here at headquarters. It is only right that you are here to witness them. Ah, da bist du ja, das letzte Stück. Hast du unsere neuen Gäste bemerkt? Es wird sich viel ändern hier im Hauptquartier. Es ist nur recht und billig, dass du hier bist, um es mitzuerleben. I have called together a meeting of the Songreta Mia Compressa. Our esteemed investors have come to hear Director Castol's excuses for squandering their fortunes. Ich habe eine Versammlung der Songreta Me Compressa einberufen, also der Kongress der Handelsgesellschaft,
Unsere geschätzten Investoren sind gekommen, um sich die Ausreden von Direktor Castol anzuhören, wieso er ihr Vermögen verschleudert hat. Avari streichelt die Vorderseite ihres Mantels glatt und pickt einen Fussel von ihrem Ärmel. You've witnessed Castol's mistakes personally, and you know what is at stake for us with Ukaizo. The council we want to hear from you, the Canton Uchesi in particular. Du hast Castors Fehler persönlich miterlebt und du weißt, was für uns auf dem Spiel steht mit Ukaizo. Der Rat wird von dir hören wollen, vor allem der Canton Uchesi. Sie sieht auf und dir in die Augen. The company needs new leadership. Leadership that can make effective use of its most important allies. Let us start here. Striking a fine impression before the wealthiest men and women in Eora. Die Gesellschaft braucht eine neue Führung, eine Führung, die ihre wichtigsten Verbündeten effektiv einsetzen kann. Beginnen wir damit, einen guten Eindruck bei den wohlhabendsten Männern und Frauen in Eora zu machen. Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen. Castol hat mir nie Unrecht getan. Wenn du eine Art Handel vorschlägst, bin ich dabei. Ich nehme an, du hältst dich für besser dafür geeignet. Eure politischen Spielchen gehen mich nichts an. Sind wir mal ehrlich, Castol hat mir nie Unrecht getan. Sogar als ich die Sache mit den Sklavenhändlern da gemacht habe, hat er gemeint, ja, du wirst schon das Richtige getan haben. No, how could he? He has all the metal of a wet rag. Perhaps Nero's judgment will provide Castol with the opportunity to chase his true ambitions. His responsibilities clearly weigh upon him. Nein, wie auch. Er hat den Mut eines nassen Lappens. Vielleicht wird Neos Urteil Castol die Gelegenheit geben, seinen wahren Zielen nachzugehen. Seine Verantwortung lastet offensichtlich schwer auf ihm. You will attend the trial, I hope. Your testimony is a vital part of the proceedings. Du wirst an der Verhandlung teilnehmen, hoffe ich. Deine Aussage ist ein wichtiger Teil des Verfahrens. Ich muss mich zuerst um andere Dinge kümmern. Of course. I will send word to the shareholders. You can meet us upstairs when you are ready. Natürlich, dann werde ich den Anteilseignern Bescheid geben. Triff uns oben im oberen Stockwerk, sobald du bereit bist. Das ist dann wohl die, Quest für die, Valianische Handelsgesellschaft, also so wie das hier. Fehlt halt eine für die Huana. Weil die für die Prinzipie ist wahrscheinlich die hier. Gut. Ja, man merkt, wir sind langsam im Endgame, was das Hauptspiel angeht. Also ich glaube, nachdem wir jetzt im Aschgrauen Rachen die Sache mit Eotas hinter uns gebracht haben, haben wir das Endgame der Hauptstory betreten. Wir müssen uns halt jetzt, wie gesagt, für eine der vier Parteien entscheiden. Da wir aber immer noch zwei DLCs vor uns haben. Nämlich jetzt gerade Sucher, Schlechter, Überlebender. Eines fehlt sogar noch. Ja. Notizen, Monster Dungeon. Ah ja, Fiovanne können wir löschen. Das da kann ich nicht ganz löschen, leider. Oh doch, ich kann es ganz löschen. Gut. Lehrer brauche ich eigentlich nicht so wirklich. Fingerfertigkeit und Diplomatie vielleicht. Kataka-Stufen. Magrantenplatt. Wahrscheinlich habe ich da Magrantenplatz gemeint. Naja. Händler. Händler mit Speedschuhen. Aussichtspunkt. Schilde. Handschuhe. Messingzettel ist ein Schusswaffenhändler, den ich auch nicht mehr brauche. Rüstung und Zweihandwaffen auf dem Stauholzmarkt. Okay, da wollen wir jetzt erstmal Zeug noch verkaufen gehen, bevor wir die Insel mal wieder verlassen. Ich hoffe mal, ich krieg mein Schiff wieder.
Das sollte eigentlich mein Schiff sein.